Flying Scotsman und Begleitwagenfahrt. Es ist 17:07 Uhr. Bringen Sie den Flying Scotsman, unseren Begleitwagen, aus den Nebengleisen des Bahnhofs Doncaster heraus und kuppeln Sie ihn an die bereitgestellten Wagen bei Doncaster RMT. Flying Scotsman 217,6 Tonnen, 3 Wagen im Zugverband und 43,3 Yards auf der Strecke East Coast Main Line. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4, der Folge 9 mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spielers. So, wir werden hier mal ein bisschen aufrüsten. So. Wollen wir mal. Ach, du bist ja zurück. Du musst ja rückwärts fahren. Ich fahre ja rückwärts. Rückwärts. Geschlossen. So. Wir müssen nämlich zurück, da hinten rückwärts, das ist unser Ziel. Diese 5 mph, ich finde die übertrieben, muss ich ehrlich sagen. Ist ja rot. Oder doch nicht. Sah gerade so aus, als ob rot wäre. Mein Gott, wo ist denn jetzt hier der?
ist unser Ziel. Also bei Anhalten auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir doch vorwärts wieder fahren, oder? Ja, klar. Das allein macht ja gar keinen Sinn. Ja, klar. Ja, gut, dann. Das Ganze auch vorwärts. Dann müssen wir lösen. Und auf geht's. Nein, das ist gar nicht so einfach. So gar nicht. Wir fahren auf jeden Fall eine Flying Scotsman.
Richtig schön, richtig schön. Holt uns eine Azuma oder ein Azuma Express. Wunderschön. Kommen wir so langsam auf Geschwindigkeit hier. Wieder eine Überholung. Wunderschön, wunderschön. Wir haben gleich rot. So, jetzt dürfen wir.
ist auch eine geile Perspektive. So, Doncaster auswärts, Decoy, soll mal anhalten, Annahme Gleis. Hier die Weiche nehmen. So, von so mal anhalten. Decoy südwärts, auswärts Lincoln, das ist vorne. Dann werden wir lösen. Na komm.
So. Dann werden wir da vorne wahrscheinlich wenden müssen und dann da hinten an die Waggons fahren, schätze ich jetzt mal. So, das hätten wir auch erreicht. So, jetzt können wir zurückfahren. Das heißt, machen wir erstmal hier wieder den Kopf aus, gehen auf rückwärts. So, müssen wir noch den Parkingsleiter fragen, ob wir drüber dürfen. Ja, dürfen wir. Gut, dann lösen wir die Bremse. War ich ein wenig zu schnell. So, das hat funktioniert. Gar nicht so einfach. So, dann fahren wir an unsere Wagen ran. Das ist eigentlich unser Job jetzt.
Zack. So, einen Moment warten. Ich will die nochmal neu ankuppeln. Ne, das war's. So, das war's unsere erste Fahrt mit dem Flying Scotsman. Ein kleines Szenario, ich gebe es zu, aber besser als nichts. Auch das muss sein, um euch die vorzustellen, reicht es, glaube ich. Und wie gesagt, eine wunderschöne Lok. Man muss ein wenig Übung haben, mit dem Zug an sich zu fahren, aber ich denke, das kommt. Ja, wir haben eine Diamantmedaille erhalten. Wir haben eine Gesamtpunktzahl von 2918 Punkte. 27 Minuten 18 haben wir für das ganze Szenario gebraucht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wäre schön, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Euer Didini. Spielt das. Bye, bye.